Hallo zum Überblick. Hoffentlich jetzt der Top-Stream 10 von 10. Auf jeden Fall. Wir haben unsere technischen Probleme behoben und starten jetzt durch mit dem Überblick der letzten 2 Wochen, was ist alles so passiert, lokal und international. International auf jeden Fall einiges, International was wir sehen einiges, werden. lokal vergleichsweise wenig im Vergleich zu dem, wie es die letzten Wochen sonst im Überblick häufiger mal war. Aber wir werden sehen, einiges ist vorbereitet. Und dann würde ich sagen, springen wir auch direkt einmal rein. Und bah. So, ein bisschen zu dir. Und wir starten Ja. tatsächlich mit der ersten Nachricht des Tages, die auch die Nachricht eigentlich ist, die gerade rumgeht, die gerade aktuell ist. Es gab mal wieder einen Anschlag auf der Welt, und zwar dieses Mal in Russland. Einen äußerst brutalen Angriff, wo jetzt hunderte Menschen umgebracht wurden. Und ja, wir schauen mal rein, was dort passiert ist. Das Video, was ich rausgesucht habe, also es gibt ja echt krasse Videos, ne? Zu dem ganzen Anschlag, und da habe ich jetzt auch nicht so Bock drauf, mir das anzugucken, die ganze Zeit, wenn es halt so mega heftige Bilder gibt. Ich finde es auch mittlerweile krass, was da halt so gezeigt wird. Also war früher, fand ich weniger, dass das dann halt wirklich so, man sieht halt einfach in manchen Videos, wie halt Leute hingerichtet werden. Das habe ich jetzt, also ich habe tatsächlich auch wenig bislang dazu mir angeschaut, aber ich habe jetzt nichts Explizites dazu gesehen. Aber deswegen Ja. habe ich extra ein Video jetzt genommen, wo das halt nicht so zu sehen ist und nur so kurze Ausschnitte von dem Anschlag selbst. Einen Moment, kurz hier was umstellen. Nach dem Attentat bekannte sich der Islamische Staat dazu. Auch Experten halten die Terrorgruppe für den Täter. Erstens, wir haben ein authentisches Bekennerschreiben des IS, das über die richtigen Telegram-Kanäle verbreitet wurde. Zweitens, wir haben eine Art von Anschlag, die Art und Weise, wie er durchgeführt wurde, die typisch für den IS ist. Drittens, wir hatten Warnungen der Amerikaner vor 3 Wochen vor genau solchen Anschlägen. Dass ausgerechnet die Amerikaner Russland warnen, liegt am sogenannten Duty to Warn, der Pflicht zu warnen. Ein Gesetz, das aus Menschlichkeit dazu verpflichtet, auch eigentlich feindliche Regierungen zu informieren. Die Pflicht, US-Bürger und Nicht-US-Bürger rechtzeitig vor großen Gefahren zu warnen, die gibt es schon sehr lange in den USA. Und in der Regel weiß auch jeder, wenn US-amerikanische Geheimdienste auch auf internationalem Parkett eine deutliche Warnung aussprechen, dann wissen die meisten auch genau, dass man sie zumindest ernst nehmen muss. Putin hat die Warnungen trotzdem, zumindest der Öffentlichkeit gegenüber, noch 3 Tage vor dem Anschlag als provokante Behauptungen abgetan. Das klingt sehr nach Erpressung und dem Versuch, unsere Gesellschaft einzuschüchtern und zu destabilisieren. Alle festgenommenen Haupttäter von Moskau kommen aus Tadschikistan, genau dem Land, in dem der aggressive Ableger des Islamischen Staats ISPK stark rekrutiert. Die Terrorgruppe versucht seit Monaten, Ziele in Europa anzugreifen, unter anderem kurz vor Weihnachten den Kölner Dom. ISPK. Fand ich auch krass, das zu hören, dass es einen Anschlag auf, einen versuchten Anschlag auf den Kölner Dom gab. Habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Doch, letztes Weihnachten. Also, Ah, das ist okay. ja jetzt auch. Ein bisschen her schon, ja. Genau, das ist schon ein bisschen her und. Das ist auch jetzt was, was gerade viel diskutiert wird, weil natürlich jetzt mit der kommenden EM es dann auch große Angst gibt, dass es hier dann wieder zu so einer neuen Welle kommen wird.
Und ja, wie es ja auch da schon gesagt wurde, das ist ja, glaube ich, auch was, was tatsächlich hier weniger diskutiert wurde mit dem Islamischen Staat, dass er eben in Zentralasien so eine echt starke Verankerung hat. Also ich glaube, von der Rate von internationalen Kämpfern für den Islamischen Staat waren ja auch so Länder wie Tadschikistan, Usbekistan, Kirgisistan auch mit die stärksten Herkunftsländer. Ja, also ich meine, es ist halt wieder mal ein absolut brutaler und abgefuckter Anschlag. Es ist halt in dem Fall, würde ich auch sagen, recht deutlich, dass es jetzt der IS halt war, also zumindest halt die Kämpfer vom IS waren. Ich meine, wie das auch in dem Video gesagt wurde, es gab halt entsprechend diese Mitteilung von den Kanälen vom IS selbst, die sich halt dazu bekannt hat. Und es ist halt wirklich krass, wie jetzt halt an der Stelle Putin versucht, das halt in dieses Kriegsgeschehen halt einzuweben in die Propaganda, um das halt da drin zu positionieren. Und dann halt da, ja, dieses, okay, sie wollten in die Ukraine fliehen und solches Gedöns, das ist schon abgefahren. Ja, ich finde sowas immer total schwer zu bewerten. Also einmal muss man auch nochmal dazu sagen, ich kriege auch echt immer so ein bisschen das Kotzen, wenn von linker Seite dann immer auch da so rumgeschwafelt wird, waren es dann jetzt wirklich Islamisten oder nicht? Oder weiß man das? Man kann das auch bei so genauen Indizien dann auch einfach erstmal so genau für voll nehmen. Das ist dann auch, also in den allermeisten Fällen auch, ich finde es dann immer witzig, wie solche Leute, die sich sonst immer so gegen Verschwörungsideologien wenden, dann immer zu den größten Verschwörungsdenkern dann werden und dann überlegen, wie könnte es jetzt doch irgendwie anders gewesen sein bei solchen Anschlägen. Also in den meisten Fällen sind es auch einfach die einfachen Erklärungen in solchen Situationen. Mhm. Was dann genau irgendwie noch für Verbindungen dahinter stecken, das ist dann immer noch mal, finde ich, so eine andere Frage. Also wenn jetzt so, dass Putin das jetzt beispielsweise da einwebt in irgendwie das Kriegsgeschehen, ist klar, weil er sieht sich ja jetzt nicht gerade dem Kampf gegen irgendwo islamischen Separatismus in seinem Land gegenüber, sondern die Hauptsicherheitsfrage mit unfassbarem Abstand zu allen anderen ist halt die Frage vom Ukraine-Krieg. Natürlich wird er versuchen, das irgendwie in das Kriegsgeschehen einzuweben und zumindest eine Teilschuld der Ukraine dran zu geben. Und ich meine, man kann, glaube ich, auch ein paar wahre Funken irgendwie dann aus diesen Anschuldigungen rausnehmen, weil es ist nun mal auch so, dass an den Seiten vom ukrainischen Militär, wir in Deutschland, wir sprechen ja unfassbar gerne über eben die Verbindung zu Neonazi-Strukturen mit dem ukrainischen Militär, was ja auch stimmt, so auch mit internationalen Freiwilligen. Was aber auch eine Sache ist, ist, dass es islamistische Kampfverbände gibt, die auf Seiten von der ukrainischen Armee kämpfen. Und da eben vor allem ehemalige tschetschenische Oppositionelle, die in islamistischen Strukturen gekämpft haben, die aber dann damals, weil es NIS eben zu diesen Zeiten noch nicht gab, als der tschetschenische Separatismus eben stark war mit eben so einer islamistischen Prägung, dann an Al-Qaida angebunden waren. Das ist einfach eine Realität und das ist halt auch die Sache mit diesen ganzen, sagen wir mal jetzt, nicht komplett oppositionellen islamistischen Strukturen, sondern die auch so eingehegt sind in so staatliche Projekte oder von Staaten irgendwie als Oppositionsgruppen genutzt werden, da sind ja häufig dann auch die Grenzen fließend und auch die Übergänge zu so expliziten international agierenden islamisch-fundamentalistischen Terrorstrukturen. Und deswegen, dass es da irgendwie mal Verbindung geben wird, das ist halt sehr wahrscheinlich, aber so wie Putin das natürlich in Narrativ bindet, ist dann, dass es irgendwie eine direkte Involvierung des ukrainischen Geheimdienstes gab und dass die das die Ukraine jetzt als Safe Haven verwenden können und so. Ich meine, denkbar wäre es ja, dass jetzt halt denkbar wäre es, was wollte ich nicht sagen, ich wollte denkbar wäre es, dass es jetzt halt tatsächlich die Fluchtroute von denen nach der Ukraine war, um da dann halt irgendwie mit verbündeten Islamisten von den Kämpfern, die du beschrieben hast, irgendwie. Sowas wäre ja zum Beispiel denkbar. Aber dass jetzt halt von hohen Stellen da irgendwie die Ukraine, das ist ja völlig absurd.
Und ich finde auch diesen anderen Beweis halt, dass halt die USA noch Tage davor eben ganz konkret Russland vorgewarnt hat, dass sowas eben passieren könnte. Und das ist schon dann, ich weiß halt nicht, wie stark das jetzt innenpolitisch halt, was das für Folgen haben kann. Aber ich glaube, in vielen anderen Ländern wären das sehr, sehr große innenpolitische Folgen, wenn man sich halt dann hinstellt, diese Warnung bekommt und halt sagt, das sind alles Lügen. Und 2-3 Tage später passiert dann halt tatsächlich so ein heftiger Anschlag. Das wäre in vielen Ländern wahrscheinlich schon ein halber politischer Todesurteil. In Russland ist es ja teilweise dann ein bisschen anders, aber ja. Ja, vor allem, weil Putin tatsächlich auch schon mal drauf reagiert hat. Also ich hatte das auch noch mal nachgelesen mit diesen Terrorwarnungen, die dann die Vereinigten Staaten dann in Russland rausgegeben haben. Und ich meine, das wäre 2017 und 2019 gewesen, wo es auch eben Warnungen vom US-Geheimdienst dann eben über die Botschaft in Moskau gab und wo Russland dann auch darauf reagiert hat, sich dann auch bedankt hat, weil dadurch dann Terroranschläge verhindert werden konnten. Und es ist ja auch klar, wenn so der Top-Geheimdienst der Welt, aber auch wenn Geheimdienste an sich solche Warnungen rausgeben, dann ist das nicht ein einfach nur, weiß nicht, Großevent, da könnte was passieren oder so, sondern die haben natürlich dann tatsächliche Einblicke über verschiedene Möglichkeiten und Strukturen, warum es wahrscheinlich da irgendwelche Planungen zu einem Anschlag geben könnte. Ja, und ist mir auch tatsächlich unverständlich, das ist halt auch, glaube ich, dann so diese Kriegswirren, die dann vielleicht einfach damit zu führen, dass dann einfach alles jetzt halt untergeordnet wird in diese Kriegserzählung und alles, was jetzt halt dann irgendwie dann kommt von jetzt halt USA oder der EU in so einem Kosmos, dann halt einfach da eingewebt wird, weil ja, das ist halt totaler Wahnsinn einfach. Ja, es ist halt totaler Wahnsinn. Und was mich jetzt auch wirklich, was mich auch wirklich abgefuckt hat, weil generell auch über sowas jetzt da zu sprechen, ich meine, ich glaube fast 140 Menschen, die da jetzt bestialisch umgebracht wurden, was mich auch wirklich einfach schockiert hat jetzt, was noch so die internationale Reaktion auch darauf angeht, war auch, wie dann in Deutschland damit umgegangen wurde. Das fand ich halt wirklich einfach richtig scheußlich. Also es ist natürlich immer so, und ich gebe natürlich jetzt auch nicht viel darauf, wie so eine Regierung sich dazu verhält oder erwartet da jetzt irgendwie moralisch groß was, aber es spricht doch sehr viel Bände, wie dann immer solche Terrorangriffe gewertet werden, wie sich darauf bezogen wird, wie das dann auch eingeordnet wird und wie der Wert dann von so Leben der Bürger anderer Nationen steht. Weil es gab, glaube ich, eine wirklich kurze Regierungsbekundung dazu. Natürlich dann von parteilicher Seite nochmal so. Aber also wirklich ein sehr, sehr starkes Bedeckthalten in so der Mitleidsbekundung, Beileidsbekundung und auch der öffentlichen Reaktion von Regierungsseite. Und das finde ich halt einfach, ja, einfach absolut widerlich. Und also, was ich auch wirklich noch schlimm fand, war auch so ein Bericht, den ich noch dazu gesehen habe, wo eben russische Bürger oder auch einfach Deutschrussen oder Russlanddeutsche dann eben zur Botschaft in Berlin gegangen sind und da dann Blumen niedergelegt haben und es halt auch echt vergleichsweise wenig war und dann auch nochmal angesprochen wurde, dass auch viele Leute natürlich sich jetzt einfach nicht so wirklich trauen, sich da öffentlich dann direkt eben hinzustellen, Blumen und so hinzulegen und sich so öffentlich darauf zu beziehen, weil sie eben Angst auch vor Anfeindung von den anderen Bevölkerungsgruppen haben. Und das muss man sich dann einfach vor Augen führen. Ich habe das selber auch schon von russischen Leuten in Deutschland gehört, dass sie bei solchen Sachen jetzt einfach sehr vorsichtig sind. Das muss man einfach mal vergleichen mit den anderen Sachen, die, also wenn sowas Ähnliches halt in einem befreundeten Land abläuft, das ist halt einfach wirklich eine absolute widerliche Stimmung, weil das, was jetzt da passiert, jetzt mal unabhängig von der staatlichen Lage, sind einfach wirklich so scheußlichste reaktionäre Mörderbanden, islamische Fundamentalisten, die beinahe 140 Menschen umgebracht haben, massakriert haben. Und das ist halt, also der erwarte ich wirklich als Mindeststandard so von allen, egal wo das passiert, dass sich da eben zu positioniert wird. Also ich glaube sowieso, das ist halt einer der größten
der größten Anschläge mit den meisten Opfern seit langer Zeit ist, was so, wenn man sich die Zahl anguckt, die da im Raum stehen. Ja. Hier hat's jetzt gerade geklingelt. Ich gehe einmal ganz kurz zur Tür. Joshua. Ja, mach das. Ja, vielleicht, wo man auch noch mal kurz drüber sprechen kann mit eben der Einordnung von dem Islamischen Staat hier und der Gruppe beziehungsweise des regionalen Ablegers, der dafür verantwortlich ist, ist ja IS, der Islamische Staat K, also Khorasan-Provinz. Meine ich, wird das ausgesprochen. Der ist ja auch gerade wirklich eine Struktur, die stark am Wachsen ist, die aber auch jetzt in einen Konflikt mit eigentlich allen auch lokalen Staaten vor Ort getreten ist. Und das finde ich auch nochmal ganz interessant, dass beispielsweise jetzt Taliban, Afghanistan eben einer der führenden Staaten ist, die auch gerade den Kampf gegen diesen IS-Ableger führen. Weil es da ja auch immer wieder zu Anschlägen jetzt auch schon unter der Taliban-Herrschaft gekommen ist. Und finde ich sich da auch nochmal so gut, dieser Unterschied eben zwischen so diesem eher national orientierten islamischen Fundamentalismus und eben diesem international agierenden aufzeigt. So, weil ich meine, die Taliban, ganz klar, das ist eben eine Gruppe, die ganz stark durch Al-Qaida Theologie und Ideologie beeinflusst ist, und die haben jetzt aber eben durch diese Übernahme von Afghanistan als Staat ganz klar eher auch eine nationale Agenda entwickelt und verurteilen jetzt auch den Anschlag und rufen halt, also jedes Mal, auch wenn es bei denen zu Anschlägen kam, immer mehr dazu auf, dass es jetzt zu einer internationalen Zusammenarbeit eben gegen Terrorismus kommen muss. Und da, finde ich, sieht man dann eben ganz spannend diese Wendung eben, wenn auch so eine vorher sich als international darstellende islamistische Organisation dann eben zu so einer nationalen Blickrichtung zuwendet. Okay, ich würde aber sagen, lass uns mal weitergehen. Ja. Auf jeden Fall unser Beileid für alle Betroffenen an der Stelle, und ja, wenn ihr russische Freunde habt oder so oder Kontakt zu der Community, dann geht da auf jeden Fall auf die Leute zu, gerade wegen dieser Stigmatisierung, ne? Das ist echt wichtig. Ja, absolut. Ich denke auch, wir werden sicherlich die kommenden Tage noch mehr sehen. Also ich glaube, es sind ja auch, also es wird ja vom IS, glaube ich, gesagt, dass Attentäter entkommen sind, aber es wurden ja auch Leute, die jetzt die Hauptverdächtigen sind, auch festgenommen. Mhm. Also es gab ja jetzt auch schon so Videos, wo der russische Geheimdienst eben einen vermeintlichen Täter foltert, und es wurden ja auch welche erschossen, und sicherlich wird es da in den Tagen dann auch noch neue Informationen dazu geben, wie sich das entwickelt. Okay. Wir schauen jetzt nach Bosnien. Und zwar gibt es für Bosnien eine Debatte über den EU-Beitritt des Landes. Mhm. Und da werden wir jetzt einmal ein bisschen reinschauen, was dort vor sich geht. Beim zweitägigen EU-Gipfel in Brüssel wird es neben den Militärhilfen für die Ukraine und dem Gaza-Krieg auch um die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit dem Balkanstaat Bosnien und Herzegowina gehen. Die Kommission empfiehlt diesen Schritt, doch einige EU-Länder sind skeptisch. Nach wie vor hat das Land mit Konflikten zwischen den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zu kämpfen. Weitere Herausforderungen sind die hohe Arbeitslosigkeit und die schwache Wirtschaft. Auch Korruption und ineffiziente Verwaltungsstrukturen sind ein Problem. Diese bosnische Firma liefert Möbel und Stahlprodukte nach ganz Europa. Unternehmer Dženan Ajanović wünscht sich den EU-Beitritt, so wie mehr als 70% der bosnischen Bevölkerung. Wir sind im Grunde mitten im Herz von der EU und wir gehören dazu. Wir sind Europäer. Die Mentalität der Leute
Die meisten Leute denken europäisch. Doch die politische Situation ist fragil. Das Land besteht aus zwei Gebieten, der Bosniakisch-Kroatischen Föderation und der Serbischen Republika Srpska. Wobei der Präsident des serbischen Landesteils, Milorad Dodik, immer wieder mit Abspaltung droht. Die USA haben Sanktionen gegen ihn verhängt. Er hetzt gegen die EU und ist gern gesehener Gast bei Putin. Putin ist sehr angenehm. Er hört zu, er möchte helfen. Er stiftet niemanden zu Unheil an. Um dem russischen Einfluss entgegenzuwirken, will die EU den Westbalkan an sich binden. Experten warnen aber vor einer Aufweichung der Beitrittsbedingungen. Es gibt keine Fortschritte, die eigentlich diese Entscheidung jetzt rechtfertigen würden. In Bosnien hat sich nichts verbessert. Zwar wurde ein Gesetz gegen Geldwäsche verabschiedet, doch das ist nur ein kleiner Teil der nötigen Reformen. Für Unternehmer Ajanovic ist klar, wo das Problem liegt. Er vertraut den Politikern in seinem Land nicht. Zu viel Korruption, zu viel Nationalismus. Ich bin eigentlich das Gegenteil von dem. Ich bin der liberale Typ, der arbeiten will. Ajanovic verfolgt genau, was in Brüssel passiert, auch wenn der EU-Beitritt vielleicht noch Jahre dauert. Fragen dazu an Florian. Ja, ich bin der liberale Typ, der arbeiten will. Das hört man in der EU auf jeden Fall gerne, in der Kombination. Ja, ich meine, in dem Beitrag wurde ja schon echt viel aufgegriffen. Ich glaube, ohne diese ganze Konfrontation mit Russland, mit dieser ganzen Kriegssituation, würde gar nicht darüber verhandelt werden. Also da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass das jetzt überhaupt nur aufkommt, weil man jetzt halt, weil es jetzt halt eine günstige Gelegenheit ist und wenn man halt sagt, so jetzt kommen wir, nehmen jetzt halt irgendwie alle oder diskutieren zumindest darüber, jetzt alles mit aufzunehmen, was irgendwie kommt, weil jetzt von allen anderen Bereichen her, außer jetzt so sicherheitspolitisch und irgendwie diesem Machtgefüge, was da gerade aufgebaut ist im Kontext dieses Krieges, würde man das einfach nicht machen, weil dieses Land halt richtig broken ist. Ich meine, das, wofür man es halt primär nutzen kann, eben einmal Herkunftsland für Arbeitskräfte, Arbeitsmigranten und als zweites eben billiges Produktionsland, kann man es ja jetzt auch schon ausreichend nutzen. Also natürlich kannst du es immer noch irgendwie durch ein paar europäische Infrastrukturprojekte besser anbinden und das ist auch offensichtlich, jeder, der mal in Bosnien Urlaub gemacht hat, wird sicherlich sich auch denken, ja, irgendwie für den Lkw-Verkehr könnte man die Straßen noch mal ein bisschen aufbessern, so. Aber abgesehen davon, ja, ist das natürlich eine schöne Sache, wenn man das jetzt eben, also wenn man so ein bisschen so diese südosteuropäische Flanke jetzt noch schließen kann, nachdem man ja in Nordosteuropa und generell jetzt in Osteuropa mit der Ukraine und Moldawien eigentlich auch recht viel, ja, EU-Boden gut machen konnte. Ja, und wohin Kroatien dann die Pushbacks machen kann, falls Bosnien, Herzegowina, wirklich EU-Land wird. Ich meine, man hat ja immer noch Serbien, Montenegro. Möglichkeiten sind reichhaltig. Aber ich glaube, das könnte auch zu einigen zwischenstaatlichen und innenpolitischen Spannungen dann in dem Land führen. Und wie funktioniert europäisch zu denken? Negatives Land ist natürlich auch eine gute Frage bei den Aussagen, bei dem Beitrag. Und wie gesagt, ich glaube, es reicht halt einfach aus, zu sagen, ob das jetzt dann komplett der Realität entspricht oder nicht. Ja, wir sind halt irgendwie liberal, wir sind halt irgendwie offen und wir sind gegen Russland und ja. Demokratie und Menschenrechte. Und wir arbeiten auch gerne. So, wir arbeiten gerne und viel. Ich glaube, das sind halt einfach so die Kernpunkte, die jetzt halt noch wesentlich sind für dieses, ja, wir denken europäisch. Ja, es ist halt einfach. Also ich glaube, was solche Personen dann damit formulieren möchten, ist eben, ich meine, wenn man aus einer westeuropäischen Perspektive über den Balkan nachdenkt, dann ist das immer das Erste eben Ultranationalismus, ethnische Spannung, Rassismus. So. Und was solche Leute natürlich dann, wenn sie eine Hinwendung zur EU zeigen möchten, dann formulieren, dann ist es eben, nein, nein, wir bekennen uns gar nicht hier eben zu
so einem rechten Ultranationalismus, sondern wir denken eben hier eigentlich vielfältig. Wir möchten auch in die europäische Familie aufgenommen werden. Uns geht es gar nicht mehr hier um unsere banalen kleinen staatlichen Grenzen. Natürlich wollen wir auch eben durch die EU zu einem größeren staatlichen Erfolg kommen, weil wir eben sehen, dass diese Tristesse hier auf dem Balkan in Isolation irgendwie nicht so viel führt. Aber vor allem wollen wir in die europäische Staatenfamilie und in diesen supranationalen Überbau EU aufgehen. Da dann unser Seelenheil drin finden. Ich fand hier auch, dass das so verpasst. Das fand ich ganz geil auch. Hier dieser Typ. Lass mich nochmal kurz. Ja, mal probiert dann. Putin ist sehr angenehm. Er hört zu, er möchte helfen. Er stiftet niemanden zu Unheil an. Um dem Russen. Ich liebe das immer, diese komischen Aussagen von halt dann so Pro-Putin-Leuten, wenn die dann halt so kritisch nachgefragt werden, sind dann halt immer so auf dem Level, einfach so ja, allgemein. Und ist doch ein lieber Typ. Toller Mann. Ja, was ist das Problem? Milorad Dodik. Ja, Dodik. Ja, das ist natürlich dann immer die Frage, wie das dann eben funktioniert, wenn wir dann so eine Spaltung eigentlich in dem Staat drin haben. Also ich meine, die Bosnien ist ja jetzt auch wirklich kein sonderlich funktionsfähiger Staat. Es ist auf jeden Fall spannend, wenn es dann, also es ist ja der Anfang jetzt von einem Prozess, ne? Mhm. Also ich meine, Wie war es noch Beitrittskandidat? Also erst war Bosnien möglicher Beitrittskandidat. War es dann irgendwie okay, ist auf einem guten Weg, richtiger Beitrittskandidat zu werden. Und jetzt hat man die Beitrittsverhandlungen eröffnet. Mhm. Ne? Und da stellt man das jetzt einfach nur ein bisschen näher in Aussicht. Aber wie ja auch schon gesagt wurde, da sind so einige Sachen noch offen, die sich in dem Staate B und H dann ändern müssen. Ich würde das ja mal ganz kurz nachgucken, weil es gab noch einen Beitrag von offenen Karten, die das nochmal so. Ah, okay. Aber erst seit gerade, oder? Also ihr hört uns jetzt nicht seit 10 Minuten so reden. Also ich hatte gerade nochmal nachgeschaut, ob ich das Video finde von seit ca. 40 Minuten. das Video finde von offenen Karten, wo die nochmal eine Karte darüber haben, welche Länder jetzt nicht zur EU gehören und um die es halt auch gerade geht in der Region. Und das fand ich halt doch nochmal spannend, weil das ja wirklich einfach, es ist ja eigentlich eine Region, die eigentlich schon eingeschlossen ist von der EU und wo dann halt noch so ein Block halt an so 3, 4, 5 Staaten über sind, die jetzt halt um Beitritt ersuchen, bis auf eine, ne? Ja, es ist Bosnien, Montenegro, Serbien und Albanien, die nicht Teil der EU sind, beziehungsweise noch Kosovo, wobei sich da ja immer über die Staatlichkeit dann gestritten wird. Und die Länder, die jetzt darum liegen, also Kroatien, Slowenien, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, sind ja schon EU-Staaten. Und ich glaube, jetzt eben mit Bosnien und Albanien weiß ich es auf jeden Fall, dass es da schon sehr lange pro-europäische Bestrebungen gibt. In Montenegro ist es, meine ich, ähnlich wie in Bosnien, dass es da eben einfach eine starke Spaltung in der Bevölkerung gibt. Also ja, Montenegro ist ja ethnisch jetzt nicht so divers wie Bosnien, also nicht so klar eben Hälfte beziehungsweise Hälfte 40%, 10% oder so gespalten, sondern
klarer. Aber da ist ja immer die Frage, sind Montenegriner jetzt eine richtig eigene Identität oder einfach nur eine Teilidentität von den Serben? Oh, und stimmt, ich habe Nordmazedonien vergessen. Das ist auch kein, das ist auch kein EU-Staat. Und wie es da jetzt genau ausschaut, weiß ich auch nicht. Ja, und Serbien finde ich ist recht interessant, weil die ja eigentlich auch schon immer mal wieder so ein bisschen angebandelt haben mit der EU und jetzt eben vor allem gar nicht mehr natürlich wichtiger Partner von Russland sind, aber sich immer mehr China zugewandt haben. Also sehr große Infrastrukturprojekte zwischen Serbien und China auch abgelaufen sind, ähnlich wie man das so ein bisschen in Ungarn sehen kann. Ungarn hat ja auch eine sehr, sehr starke Hinwendung zu China gehabt. Mhm. Und ja, ich denke, dass das auch eigentlich Sinn macht mit Bosnien jetzt als so ein erstes Land, wo man das eben versuchen kann, weil ist halt so ein bisschen die Frage, wie sich das natürlich mit der Republika Srpska dann entwickelt, eben dieser halbseparatistischen, halbstaatlichen Entität da im Norden von Bosnien, die natürlich sich darüber definieren, dass sie serbisch-nationalistisch und pro-russisch sind. Aber an sich macht das ja schon Sinn, dass man da eben, dann hast du ja auch eigentlich einen Fuß in der Tür für all die Serben, die vielleicht dann sich auch mal denken, oh, das könnte ja auch was mit der EU sein. Aber ja, abgesehen davon kannst du natürlich eigentlich auch Albanien langsam mal ins Boot holen. Wobei, da werden ja auch immer noch Leute hin abgeschoben. Also vielleicht ist man sich noch nicht so sicher, ob man Albanien haben möchte. Naja, ich werde jetzt auf jeden Fall mal auch mir ein bisschen serbischen Eiwa probieren, wie der so ist, und vor allen Dingen unsere Mute-Taste von N weglegen. Weil immer, wenn ich irgendwas eintippe oder so, werden wir gemutet, ohne dass ich es merke. Okay. In dem Sinne würde ich sagen, wir gehen weiter und wir kommen langsam Richtung lokale Ereignisse, auch wenn wir noch nicht ganz angekommen sind, aber halb lokal. Ja, das ist ja auch immer so ein Streit zwischen uns beiden. Ich sage ja immer, dass Österreich und Schweiz für mich auch lokales Thema, lokale Themen sind. Aber du... die Diskussion führen wir jetzt, glaube ich, nicht öffentlich weiter. Und nur zur Vorwarnung, also wir haben dieses Video ist von einem rechten Nachrichtenportal, also ich kannte das vorher nicht, aber es ist irgendwie so ein ganz offensichtlich, also ihr werdet das auch hören, wenn ihr das jetzt gleich den Ausschnitt hört zu der Festnahme von Martin Sellner in der Schweiz, dann werdet ihr auch hören, dass dieser Kanal eher positiv gesinnt ist. Dann jetzt aufpassen, ne? Ohren zuhalten. Die Schweiz wird oft als Paradebeispiel für Demokratie angesehen. Doch die jüngsten Ereignisse rund um einen Vortrag von Martin Sellner bei der Jungen Tat im Kanton Aargau werfen ein seltsames Licht darauf. Kurz nach Beginn der Veranstaltung am Samstag wurde plötzlich der Strom abgeschaltet, gefolgt von einem Einsatz bewaffneter Polizisten, die den Veranstaltungssaal stürmten und den Aktivisten sofort verhafteten. In der Bittensammlung, dass er welche gemacht ist, steckt auch eine große Erleichterung. Egal. Haben wir als erstes den Strom abgedreht? Zeit verlangt von uns, dass wir die Veranstaltung auflösen. Bewaffnete Polizisten haben den Strom gekappt und die Veranstaltung gestürmt, sowie den Aktivisten Martin Sellner abgeführt. Danach wurde Sellner zur Polizeiwache gebracht. Dort wurde ihm erklärt, dass er als eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit angesehen werde und daher unverzüglich. Ist Sellner eigentlich Islamist geworden? Angesehen werde. Wir haben uns irgendwie mal gesehen. Gebracht. Dort wurde ihm erklärt, dass er als eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit angesehen wird. Vielleicht meldet er sich auch einfach nur, will was sagen. Warte mal, ich glaube, wir sind wieder gemutet. Nee, wir sind gar nicht gemutet. Oh, Hilfe. Ich bin schon ganz verstört. Ja, ist er Islamist oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Aber ganz schön krass, oder? Ja, also erstmal möchte ich auch wie Zitrusfrucht des Zorns anmerken, dass ich finde das auch immer genial, du erkennst halt auch diese rechten Kanäle, die oder diese nicht professionellen Kanäle, die auf Nachrichtenformat machen, immer direkt an der Mimik. Ich
Ich hoffe, dass unsere Mimik sehr professionell aussieht, als radikale Variante eines Nachrichtenformats. Aber finde ich auf jeden Fall recht interessant. Das war ja auch so, was jetzt, glaube ich, da drin nicht erwähnt wird, was ich aber noch dazu mitbekommen hatte, dass auch die Vermieterin von der Lokalität, glaube ich, dann auch erst im Nachhinein irgendwie so richtig erfahren hatte, was jetzt da war und dann in den Vertrag aufgekündigt hatte. Da weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt auch noch so rechtlichen Einfluss darauf hatte, dass es dann zu so einem Polizeieinsatz kommt. Wenn es wirklich nur wegen dieser Geschichte mit öffentlicher Ordnung und so ist, finde ich das auch schon krass, so im Anzug von Repressionen gegen rechtsradikale Kräfte, auf jeden Fall. Ich meine, im Endeffekt mit dem Remigrationstreffen kann man natürlich argumentieren, dass das dann nicht unähnlich ist, wie Staaten dann eben umgehen mit beispielsweise einem islamisch-fundamentalistischen Predigern, aber auf jeden Fall schon eine recht krasse Sache, wenn einfach zu so einem Vortrag zu Remigration dann bei eben dieser halb neofaschistischen, halb IB-Ablegerorganisation Junger Tat dann da eben der Martin Sellner auftritt. Ja, also die Junge Tat ist auch ganz interessant. Die ist ja wirklich sehr ähnlich zur IB von ihrem Auftreten her, also auch mit entsprechenden aufsehenerregenden Aktionen, dass sie halt irgendwo hochklettern und dann ein Banner hissen und irgendwelche Flyer runterwerfen, sich dann halt mit GoPros dabei filmen und so. Und die waren eine lange Zeit, wo man wirklich sagen kann, dass sie eigentlich auch ein äußeres Bild, das noch etwas stärker Richtung Faschismus ging, als das die IB lange Zeit versucht hat, auch wenn die IB ja selber sich auch mittlerweile da nicht mehr so viel Mühe gibt, wie sie das früher getan hat. Aber die haben sich ja tatsächlich dann auch irgendwann so öffentlich halt distanziert von faschistischen Kreisen, was witzig ist, weil die halt sich noch dann relativ kurz vorher sich zum Beispiel mit den Dortmunder Neonazis auch getroffen hatten. Gibt es auch dieses schöne Bild von Dipp Toller mit einem Kameraden der Jungen Tat dann. Genau, und dann war es halt unterhaltsam, weil die sich dann halt ein paar Monate danach halt irgendwie im Prinzip von so faschistischen Strukturen distanziert haben und dass auch Wut und Brand von den Dortmunder Nazis halt aufgenommen und kommentiert wurde, dass man jetzt von denen nichts mehr zu halten habe. Aber natürlich ist das weiter eine rechtsextreme Organisation, so ist ja offensichtlich. Aber so viel noch dazu, was mir gerade so in den Sinn kam bei denen. Ja, ich glaube, inhaltlich und ästhetisch hatte ich die auch immer so wahrgenommen, dass die genau so ein Scharnier eben gebildet haben. Dass das einfach so eine Gruppe war, die für beide Kreise interessant war. Also einmal eben so der organisierte Neonazismus, vor allem dann natürlich in Deutschland auf der anderen Seite, aber auch eben diese neurechten IB-Gruppen und da eben so ein bisschen versucht haben, einen Zwischenweg zu gehen. Wobei, wenn man sich das ja jetzt angeguckt hat, ich glaube, bei der Jungen Tat hast du halt auch viele Karrieren dann gesehen, die vorher eigentlich auch im Neonazismus begonnen haben, wo es dann, glaube ich, auch währenddessen auch zu so Skandelchen dann um diese Organisation kam. Aber ne, wie du es gesagt hast, mit dieser Distanzierung und so, dann auf jeden Fall noch eine interessante Entwicklung. Gringo schreibt es auch gerade noch mal rein, mit den, dass ihr da hier gestern 300 Sticker von denen in eurer Stadt entfernt habt. Ja. Erstmal natürlich gut, dass ihr das so schnell entfernt, aber auch generell, die Junge Tat ist in der Schweiz auf jeden Fall so die die Organisation mit der größten Aufmerksamkeit auf sich und die da am fittesten unterwegs ist, also wirklich ein Gegner, den man ernst nehmen muss. Ich weiß nicht, wollen wir noch weiter uns dieses Video angucken? Ja, also musst du noch mal kurz laufen. Also hier kommt. Also Martin Sellner wird jetzt halt gleich noch interviewt. Der wird jetzt halt gleich seine Sichtweise darstellen und dann noch ein paar andere. Ich glaube, ich gucke noch mal weiter rein. Ja, können wir ja mal hören, was er dazu sagt. Sehen werde und daher unverzüglich für 2 Monate aus dem Kanton Aargau ausgewiesen werde. Ich wurde hier von der Kantonspolizei Aargau ausgewiesen, werde jetzt gerade eskortiert nach Zürich. Ich Buchautor und Remigrationsexpert. Was ist das denn für ein Titel? Das ist neutraler Journalismus. Remigrationsexperte. Boah, das ist hängen geblieben. Ich habe ja auch schon beim letzten Mal gesagt, ne, es wurde ja auch schon im Chat gefragt, ob ich nach der Lektüre von dem
Höcke-Buch mir jetzt auch hier von Martin Sellner, Remigration, zu Gemüte führen werde. Aber wie gesagt, ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass das einfach nur ein Cash-Grab nach seiner Aufmerksamkeit, die er auf sich gezogen hat, war. Ja, veganer nicht ist, es ist halt einfach irgend so ein random rechtes Pseudo-Nachrichten, wir wollen möglichst neutral berichten, Format. Habe ich auch bisher noch nie gesehen, aber das Video war ganz passend für uns heute. Na, jetzt fangen wir die Vergleiche an. Irgendwann suche ich für euch nochmal dieses eine Bild raus, wo eine Freundin das nebeneinander gefotoshoppt hat. Ich halte das ehrlich gesagt für eine absolute Blamage der Schweiz. Die Schweiz galt eigentlich als ein Hort der freien Geister, von Wilhelm Tell bis zu den großen Autoren der Schweiz, den Freigeistern. Die Eidgenossenschaft, die direkte Demokratie. Die direkte Demokratie lebt von der Debatte, die Debatte lebt von Provokation. Wird abgeführt für das. Kann auch jemand sagen, was das für eine merkwürdige Outfit-Wahl ist? Also dieser bordeauxfarbene Half-Zip-Pulli in Kombi mit so einem Rollkragen-Pullover. Echt unfassbar wild. Positionen, die man sich auch mal anhören muss, auch wenn sie einem nicht gefallen haben, offenbar ist. Aber ich muss sagen, also wenn man das jetzt so sieht, also ich glaube, ne, gleich redet er auch noch so ein bisschen davon, dass er seinen, dass er das so als Sieg halt darstellt, ne? So diese ganze Situation, als, das macht er ja im Prinzip immer, wenn er halt Repression erfährt, sagt er eigentlich, ja, wir werden halt noch stärker daraus hervorgehen und das hat uns jetzt noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt und so weiter. Aber die Bilder von ihm sind halt auch, also sie werden ihm auch ermöglicht. Ich meine, der kann halt einfach, läuft halt jetzt ohne Handschellen da einfach dann so raus, ne? Und der sieht halt schon so ein bisschen strong aus, lächelt in die Kamera und probiert das natürlich auch dann entsprechend zu nutzen und weiß das ja auch für sich zu nutzen. Ja gut, er hat sich halt einfach fit gehalten, das ist ja auch, ja, und natürlich Lana, der Pulli an sich ist schick, so, Bordeaux ist auch eine meiner Lieblingsfarben. Oh, jetzt, verdammt. Martin Sellner wird aus der Schweiz ausgewiesen und ich bin in Deutschland. Nee, aber was sollen die denn jetzt auch in Handschellen da abführen? Nein, klar. Das ist halt so die Sache. Also in dem Fall kann man sich natürlich auch fragen, ob es tatsächlich eben genutzt werden kann, weil er sich jetzt wirklich, sagen wir mal, es gibt ja wirklich sehr fragwürdige Verbindungen auch bei ihm und man weiß ja bis heute auch nicht, auch mit dieser Polizeirazzia, die es gab, wie tatsächlich existiert jetzt diese Verbindung hier zum Christchurch-Attentäter. Da wird ja wirklich sehr viel drüber spekuliert und von dem, was ich jetzt gelesen habe, könnte ich auch wirklich da keine abschließende Meinung irgendwie mehr zu bilden. Da gibt es irgendwie sehr viele offene Fragen in beide Richtungen, sowohl von denen, die jetzt sagen, dass es eine direkte Verbindung gab, als auch die, die sagen, da gab es nur eben diese so einen kleinen Kontakt eben um diese Spende. Aber ansonsten, abgesehen davon, ist es ja jetzt auch für viele Leute nicht einsehbar, dass Martin Sellner jetzt tatsächlich eben so dieser gefährliche klassische Rechtsradikale ist, der jetzt irgendwie dazu führen wird, dass es zu rechtsradikalen Ausschreitungen kommt oder zu irgendwelchen militanten Aktionen oder Terroranschlägen. Und deswegen kann sich er natürlich dann auch sehr gut präsentieren, in dem von, er wird jetzt an der Einreise nach Deutschland gehindert, so. Er wird jetzt aus diesem Schweizer, ist es jetzt eigentlich, dass er aus der Schweiz komplett ausgewiesen ist oder nur aus dem Kanton? Das weiß ich gar nicht. Aber obwohl, es steht ja abgeschoben. Also, dass er jetzt wieder auch aus der Schweiz, eigentlich aus allen anderen deutschsprachigen Ländern dann abgeschoben wird, wegen eben dieser Forderung der Remigration. Und das ist natürlich schon, also ich würde es tatsächlich schon als einen gewissen Propaganda Gewinn auch für eben Sellner und seine Kreise verbuchen. Ja, also ist es zwiegespalten. Ich hatte mir auch ein Interview von ihm angehört, wie er das dann halt so gewertet hat im Nachgang von diesem ganzen Geheimtreffen, was halt aufgeflogen ist. Da sagt er halt auch, okay, das ist jetzt halt für den Moment auf jeden Fall eine Niederlage für uns und für den Moment ist das auf jeden Fall, ja, da geraten wir so ein bisschen ins Hintertreffen, aber seine Einschätzung ist davon halt eben auch, dass sie das halt recht schnell wieder überbrücken können,
diese Phase und das, was sie jetzt an Land verlieren, auch schnell wieder zurückerobern können. Und so, denke ich, kann man das auch sagen. Also das ist halt offensichtlich, schaden ihm auch bestimmte Repressionsfälle. Natürlich hat ihm halt geschadet, dass er halt immer gucken muss, wo er halt Geld herbekommt, weil halt alle überall PayPal und alles halt rausgeflogen ist. Und natürlich hat ihm speziell diese Christchurch-Geschichte geschadet, die er auf dann der Grundlage auch von einem von der Hausdurchsuchung auch mit rausgekommen ist. Und sicherlich schadet ihm auch dieses Geheimtreffen. Aber wie gesagt, es gibt jetzt auch, er ist jetzt wieder in der öffentlichen Diskussion. Sein Name ging durch alle Medien, überall, Martin Sellner. Und die Leute werden natürlich auch gucken, wer ist dieser Martin Sellner? Werden sich auch vielleicht Videos von ihm rangucken. Und viele werden dann halt auch wieder hängen bleiben bei ihm, weil er ist halt eine charismatische Person, die sich gut ausdrücken kann, die auch weiß, dann solche Situationen für sich zu nutzen. Insofern, ja, wird er auch einfach, wird das auch wieder ein paar Leute dann wieder zu ihm führen. Und Lana schreibt noch ein, dass sein Gesicht auf Instagram verboten ist. Da müssen wir uns richtig Sorgen machen, dass es nicht irgendwie, dass du verwechselt wirst und dann wird auch uns alles gebannt. Weil die denken. Ja. Muss ich immer mit einem Face-Filter aufziehen. Oder so eine Maske. Okay, gucken wir nochmal ein bisschen weiter hier. Die Schweiz nicht mehr in der Lage, zumindest der Kanton Aargau, sich einen Dissidentenvortrag anzuhören. Die Begründung ist lächerlich und haarsträubend. Ich glaube, ich skippe ihn mal einmal. Ich würde die öffentliche Ordnung Der Schweizer Polizei ist nach wie vor groß. Auch der Tech-Milliardär und Ex-Boss Elon Musk hat sich dazu geäußert. Ist das legal? Fragte er. Ganz offenbar hat ihn das Einschreiten der Schweizer Kantonspolizei gegen Sellner zumindest befremdet. Ja, das fand ich halt richtig krass, ne? Fremdet. So, das ist halt so abgedreht mit Elon Musk halt einfach, weil der Typ ist halt einer der reichsten Männer der Welt und das hat so einen krassen Einfluss, was der halt macht. Und das ist halt eine immer weiter krasser sich entwickelnde Rechtsentwicklung von dem. Und man kann das halt nicht bedrohlich genug einschätzen, wenn so jemand sich da jetzt halt noch stärker positioniert und da immer weiter in diese Richtung geht. Ich meine, was passiert denn jetzt bitte, wenn der Typ halt sagt, ja, Martin Sellner, das ist irgendwie mein Mann, ich drücke dem jetzt halt irgendwie 10 Millionen in die Hand oder so. Kann der einfach machen, das ist dem ja scheißegal, das ist halt für den wie 10 Euro so. Und das ist halt eine enorme Macht und eine enorme Möglichkeit. Ich habe jetzt noch vor dem Stream gelesen, dass er auch Martin Sellner entbannt hat. Der war ja auf Twitter hier gesperrt. Und wurde jetzt auf X wieder entbannt, also bekommt auch wieder einen Teil seiner Reichweite dadurch zurück. Das ist wirklich sehr, sehr abgefuckt mit Elon Musk. So. Also im Allgemeinen, so alles, was der Typ halt macht, und wir haben halt auch schon oft über den geredet, weil er halt ein absolut zu dem, was er halt sonst auch allgemein ist, als einer der reichsten Männer der Welt halt auch einfach super gefährlich ist. Ja, absolut. Und auf jeden Fall einer der größten Klassenfeinde unserer Zeit. Aber gut. Ich würde sagen, Gehen wir weiter. Gehen wir weiter und gehen jetzt ganz ins Lokale rein. Zu Robert Habeck. Robert Habeck hat das Ende der Energiekrise für Deutschland erklärt. Hören wir mal rein. Die zwischenzeitliche Energiekrise nach dem Beginn der russischen Ukraine-Invasion ist laut Vizekanzler Robert Habeck kein Problem für Deutschland mehr. Diese Krise haben wir abgearbeitet, sagte der Bundeswirtschaftsminister am Dienstag bei einer Energiekonferenz in Berlin. Zwar müsse Deutschland immer noch 90% seiner fossilen Energien aus dem Ausland importieren, die Einfuhren stünden jetzt aber auf einer sicheren Basis. Ziel sei es zudem, auf bis zu 30% runterzukommen. Mit dem starken Ausbau erneuerbarer Energien sollen auch die Klimaziele bis 2030 eingehalten werden können, sagte Habeck. Wir haben das Land auf Klimakurs gebracht. Wenn wir die Gesetze umsetzen, die geschrieben und die verabschiedet wurden, dann wird Deutschland und mit Deutschland hat auch Europa die Chance, es zu tun, 2030 seine Klimaschutzvorgaben einhalten können. Das sage ich nicht aus Eigenlob, sondern nur, um Ihnen ein Gefühl zu geben, wo Sie sich gerade befinden.
dass wir trotz der Energiekrise den Klimaschutz nicht vergessen haben. Die Energieversorgung sei in jeder Hinsicht sicher, sagte Habeck. Die Gasspeicher seien voll und die Preise wieder auf dem Niveau vor dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022. Bis. Ja, ihr geht auf jeden Fall in die Vollen, würde ich sagen. Also. Ja, kann man ja auch wirklich sagen, wow, super, hat auch nur 2 Jahre jetzt gedauert. Ja. Nee, aber es ist halt wirklich eine krasse, auch ein gewisses Risiko, jetzt halt sich da so hinzustellen und halt irgendwie das zu verlautbaren, speziell wenn man halt offensichtlich weiterhin komplett abhängig von irgendwelchen äußeren Faktoren ist, wie auch selber in dem Beitrag gesagt wurde, 90% weiterhin an Einfuhr, und das kann ja jederzeit halt wieder mit irgendwelchen geostrategischen Sachen und Verwicklungen halt kippen. Ja, aber wie soll es halt anders gemacht werden, ne? Nee, also es gibt natürlich ja nur, nicht. Es gibt ja nur die Möglichkeit, klar, vom Ausbau von Kohleförderung in Deutschland, das ist halt unpopulär und auch einfach teuer im Gegensatz zu der Einfuhr von Kohle aus dem Ausland, und das andere wäre halt, also Ölvorkommen sind vernachlässigbar in Deutschland, das andere wäre ja noch Gas. Gas kannst du halt in Deutschland, müsste man halt Fracking einsetzen, ist jetzt auch nicht das, was wir so richtig toll finden, ne? Und ist, glaube ich, auch nicht in der Bevölkerung so richtig beliebt. Aber ja, natürlich, also auch als ich das jetzt gehört habe, das hat für mich halt so ein bisschen die Vibes von George W. Bush stellt sich mit dem Mission Accomplished Banner auf richtig. Den Flugzeugträger. aber ich würde auch sagen, wenn jetzt eben diese gewisse Stabilität, und die haben ja wirklich viel auch außenpolitisch investiert, um eben diese Fördermengen so verlässlich zu beschaffen. Und ich glaube, das braucht diese Regierung jetzt auch, dass sie sich jetzt mal hinstellen kann und so sagen kann, wir haben es jetzt hier geschafft, wir haben jetzt wenigstens in dem Punkt eben nach, also es ist ja wirklich jetzt eine Krise, die auf die andere gefolgt hat, wir können uns jetzt hier hinstellen und sagen, das haben wir jetzt geschafft, so, und Energiestabilität ist wieder hergestellt für Deutschland. Also zumindest bis zu dem Punkt, dass es halt keine Versorgungsknappheit oder dass es in diese, dass wir schon in die Lage kommen können von Versorgungsknappheit, stimmt es ja auch, ne? Und die Frage ist halt wirklich, was mit den Preisen halt ist, so wie es ihr gerade auch schreibt, weil ich meine, die sind sicherlich nicht auf Vorkriegsniveau. Ich wollte gerade sagen, ja, das ist ja sowieso so die Sache, ne? Ich habe jetzt tatsächlich nicht mehr verfolgt, wie sich der Ölpreis entwickelt hat, aber wenn einmal so ein recht hohes Preisniveau erreicht ist, dann möchte man natürlich auch möglichst lange mit einem langsamen Abfall dann auch davon zehren, wenn sich alle darüber verständigen können. Ne? Ja. Ja. Hat uns der Herr Habeck noch was zu sagen? Oder nee. Gehen wir weiter. Gut, danach kommt nur noch die Annalena mit irgendwas Kleinem. Schön, dann haben wir ja auch eine richtige Positivnachricht mal dran. Toll. Total. Ja, und was natürlich auch eine große Message war, tut mir leid, dass das jetzt auch nochmal drankommt, aber in Deutschland ist halt nicht so viel passiert, was man auch vielleicht so ein bisschen daran sieht, dass das dann zu der großen Nachricht mutiert ist. Wobei natürlich da auch ein bisschen mehr dran hängt. Aber ist jetzt die ganze Umrüstung von Adidas auf Nike als Sponsor. Steht es ja schon, unpatriotisch. Unverständlich und Fehlentscheidung. Und ich fand den Beitrag halt wirklich ganz, ganz witzig dazu. Und deswegen dachte ich, nehme ich es mal mit rein. Weil das eigentlich das ganz gut zusammenfasst, was da passiert. Ah, da freue ich mich schon, was der Herr Habeck dazu sagen hat. Deutschland hat gewonnen. Deutschland ist Weltmeister. 1954, Weltmeister in den Schuhen von Adidas. 1974, wieder Weltmeister mit einem Ball von Adidas. 1990 nochmal Weltmeister im Trikot von Adidas. 2014 dann Titel Nummer 4, dieses Mal komplett mit den 3 Streifen. Die deutsche Nationalmannschaft und Adidas, eine deutsche Traumehe. Vorbei.
Die Politik nimmt die Vorlage dankbar an. Der grüne Wirtschaftsminister fordert Standortpatriotismus. Bayerns oberster Bayern-Fan Markus Söder findet, Fußball sei Heimat pur. Auch Gesundheitsminister Lauterbach staubt ab, Kommerz vernichte Tradition. Und in Frankfurt. Der hat genau die gleiche Jacke wie du. Das stimmt. Vielleicht können wir Lauterbach jetzt zu deinem Lookalike. auf jeden Fall starke Meinungen, die hier dazu verlautbart werden. Aber ich meine, was soll man dazu sagen? Wer hat das überhaupt beschlossen mit diesem Deal? Das ist jetzt keine Nachricht, die mich super... Der DFL, denke ich mal. Ja. Ja. Oder DFB. DFB wahrscheinlich. Der DFB. Ja, also. Gut. Ist ja irgendwie jetzt tatsächlich auch was man sehr einfach erwarten kann, was auch irgendwo Sinn macht. Ne? Natürlich Adidas eben die große deutsche Sportmarke, lange Tradition eben von den Trikots und wechselst halt zu Nike, weil die das bessere finanzielle Angebot machen. Da werden viele Leute sagen, hier Judas, Verräter und Patrioten. Dort, wo die Deutschen ihren Fußball am liebsten feiern, Unverständnis. Der Weltmeister trägt Adidas und nicht irgendeine amerikanische Fantasiemarke. Adidas. Eine Fantasiemarke. Das würde ich mal gerne genauer erklärt haben, was eine Fantasiemarke ist. Ja, das ist halt so geil, weil das halt, ich meine... Da kommt jetzt halt nochmal so richtig so dieser. Ja, das wäre eine so Top-Sommerlock-Story gewesen. Dieser Clash, so Adidas, Nike ist ja so richtig Amerika-EU oder Amerika-Deutschland dann in dem Fall. Ist ja auch, sagen wir mal, in der Modewelt. Ne? Also ich persönlich, ich trage lieber Nike-Schuhe. So. Mhm. Da habe ich eigentlich auch immer viel Spaß dran. Ich finde die Air Max 97 ein fantastisches Modell. Jetzt die P6000 habe ich sehr lieb gewonnen. Aber ich muss auch sagen, ich finde beispielsweise Adidas so, hier als die deutsche Sportmodemarke, ich bin halt damit auch groß geworden. Ne? Ich habe früher halt auch diesen VfL-Trainingsanzug und auch so die, bin immer mit der Adidas-Trainingshose rumgelaufen und ich finde auch so die Jogginghosen und die Trainingsanzüge und so von Adidas auch besser. Und ich finde, das hat auch, ja, es hat auch so eine gewisse hier Lokalverbundenheit, so für mich hier auch zum Ruhrpott. Ja, es ist ein schwieriges Thema so und ich kann verstehen, dass die Gemüter jetzt hier so erhitzt sind, aber ich finde jetzt zumindest hier den Vorwurf mit der Fantasiemarke find ich schon hart. So. Das deutsche Wunderunternehmen, Erfinder der Schraubstollen, Hersteller von deutschen Markenartikeln oder etwa nicht? Das war einmal. Fast alle Schuhe, Trikots, Hosen, Socken, Stutzen und. Von Produzenten in Billiglohnländern genäht, geleimt, montiert in den oft gleichen Fabriken, in denen auch der neue Partner des DFB produziert, Nike. Sportartikel ist gleich Sportartikel. Am Ende entscheidet der Preis, oder? Das fand ich halt auch nochmal ganz... Das fand ich halt trotzdem nochmal so ganz geil halt, als was es ja tatsächlich ist, ist es halt, wie das in dem Beitrag gesagt wurde, in dem gleichen Werk wahrscheinlich produziert, nur mit einer anderen Marke, einem anderen Style halt. Das ist halt schon witzig, weil das halt im Prinzip das eigentlich, wenn man es jetzt ganz runterbricht von all dieser ganzen überemotionalen Geschichte, die rund um dieses ganze Thema wankt, ist es ja auch basically das. So, es ist halt das gleiche Zeug unter den gleichen Arbeitsbedingungen, nur halt von einem anderen Großkonzern produziert. Ja, genau, Mighty, das ist ein Track von Taktika. Ja, und rein materiell mag das stimmen, aber das ist ja wie bei so vielen anderen Sachen, hier geht es ja nicht eben natürlich um das Produkt selber, um jetzt, ob man jetzt eher lieber die Airbubbles drin hat oder jetzt, wie heißt es nochmal, die Ultra Boost Sohle von Adidas so, sondern es geht ja wirklich einfach nur darum, was für eine Tradition hat das hier, was für ein nationaler Kulturausdruck ist das auch. So. Ja, klar.
Und darum streitet man sich. Also wie gesagt, ich finde, das ist auch eigentlich besser eine Sommerloch-Story, aber vielleicht sind die Gemüter jetzt richtig aufgeheizt, weil da wird jetzt bald auf internationaler Bühne mit aufgetreten und puh, das ja. Kann gar nichts mehr dazu sagen. Das, Chat eskaliert komplett. Ja, genau. Ja, ich meine, so den auf Twitter wurde ja auch den Plattformisten vorgeworfen, dass sie alle Adidas Trainingsjacken tragen. Eigentlich wäre es auch heute ein perfekter Zeitpunkt gewesen, dass wir beide mal eine heute tragen im Stream. Aber selbst ich habe ja keine Ahnung, obwohl ich häufig eine habe. Ich wollte mal zur deutschen Standortnation bekennen müssen. Ist ja eigentlich im Moment die Frage, was das Geld regiert auf der Welt, ne? Und da ist einfach der Nike wahrscheinlich besser. Nike ist modern. Und ja, klar. Adidas hat das, glaube ich, 70 Jahre gemacht. Aber warum nicht mal was Neues wagen? Das vorerst letzte Adidas-Trikot, pink, fand bei Social Media wenig Gnade, aber reißenden Absatz. Fand ich auch, das ist auch so eine geile Kommentierung. Die haben doch jetzt auch wieder irgendwie, haben die nicht jetzt auch wieder als Farbe für das Trikot pink gewählt? Ja, das ist das Aktuelle. Nee, aber ich meine jetzt für das, was dann mit Nike gemacht werden soll. Das kann sein, aber das ist erst in 3-4 Jahren oder so. Ja, yeah, aber da wurde, meine ich, auch schon beschlossen, dass dann das auch irgendwie wieder in Pink gemacht werden soll, um so eine Bekenntnis eben zu, ich glaube, man hat es dann eben irgendwie liberalen Werten oder so genannt, aber ist ja klar, dass das eben dann so auf queere Bewegungen anspielen soll und man dann sich wieder hier in die Tradition von dem grandiosen Auftritt in Katar stellen kann. Aber es ist auch witzig dann so, ne? So, es wird halt auf Twitter halt von Recht zerrissen, aber die Realität ist halt, es verkauft sich halt übel gut. Ja, natürlich. So, weil alle Kids wollen dann einfach auch wieder das aktuelle DFB-Trikot eben dazu haben. So, ja. Bis 2027 darf Adidas noch. Erst dann beginnt die DFB-Nike-Romanze. Nike von Nike, der griechischen Siegesgöttin. Und deutsch-griechisch, das war vor 20 Jahren ja schon mal erfolgreich. Nochmal schön eingefangen. Das hat mir viel gegeben jetzt zum Ende noch. Ja, komm, das ist doch echt ein Top-Beitrag gewesen. Also, ich finde wirklich, also wirklich jetzt, dieses Thema ist so belanglos und so verrückt halt und so, wie ihr schreibt, emotional überfordernd, Quatsch und was ihr alles reingeschrieben habt. Aber dieser Beitrag fasst es eigentlich so perfekt zusammen, worum es halt geht und was halt so die Eckpunkte davon sind. Fand ich mal wirklich gut, so in 2 Minuten das so runterzubrechen. Ja, Aber das ist auch, was halt schon witzig ist, weil das ja auch Pyro nochmal schreibt, ja, so Pseudopatriotismus, das ist ja am Ende des Tages das, was dann von der Rechten auch immer kritisiert wird, ja, während der WM, dann können halt alle ihre Deutschlandfahne tragen und was dann von der Linken halt, oh nein, jetzt ist der Trubel wieder groß und jetzt hat jeder eine Deutschlandfahne, jetzt müssen wir Deutschlandfahnen jagen gehen und überall die Fahnen abreißen und so. Und naja, basically ist es ja wirklich, wenn man sich das jetzt an der Stelle anguckt, einfach eine Form von, es ist einfach nur so eine Kommerzialisierung, Brot und Spiele, letztendlich, basically ist es ja das. Ja, so wie der ganze Fußball, ja, ganz moderne Fußball. Eigentlich auch nichts anderes, nur halt jetzt nicht mehr auf einer nationalen Ebene in der Konkurrenz, sondern auf der internationalen. Ja. Okay, ich würde sagen, wir gehen nochmal in die letzte Nachricht rein und zwar gucken wir weiter zu Olaf Scholz' Auftritt auf der Buchmesse, wo er halt gestört wurde mit Zwischenrufen. Habt ihr bestimmt auch mitbekommen. Wann immer es meine Zeit erlaubt, seit ich denken kann, begleichen mich Bücher durch mein Leben. Eklat bei der Eröffnungsfeier der Leipziger Buchmesse. Bundeskanzler Scholz wird auf die Bühne gebeten, um eine kurze Rede zu halten.
Doch die wird lautstark von Demonstranten gestört. Schon während der Begrüßung rufen mehrere Störer aus dem Publikum unerlässlich dazwischen. Dann platzt dem sonst so besonnenen Scholz plötzlich die Hutschnur. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Nein, komm. Ja? Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzer, hör auf zu brüllen. Schluss. Doch auch danach wird es nicht besser. Immer wieder sind Rufe zu hören, teilweise auf Englisch. Ein Mann schreit: Stoppen Sie die Waffenlieferungen an Israel, beenden Sie Ihre Komplizenschaft. Scholz lässt sich kein weiteres Mal beirren und beendet seine Rede. Und ich glaube, dass es nicht richtig ist, Demokratie mit lautem Brüllen zu verwechseln. Und deshalb bitte ich nochmal allen, die hier anwesend sind, die Möglichkeit zu geben, an diesem Gespräch und dieser Veranstaltung teilzunehmen. Ich jedenfalls glaube, das wäre in aller Sinne. Ja, finde ich auf jeden Fall erstmal eigentlich eine stabile, solide Aktion. So. Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch richtig. Ich finde es aber auf jeden Fall auch schon richtig gut, dass das scheinbar das ist, was passiert, wenn Olaf Scholz die Hutschnur platzt. Ja, wirklich. So. Hören Sie auf. Schluss. Schluss. Mit so einem Lächeln auf dem Gesicht. Also man muss ja auch ein bisschen sagen, dieser Typ ist echt irgendwie unbeirrbar, so in seiner absoluten Mittelmäßigkeit. Ja, ja. Aber wie du sagst, genau richtig so. Es sollte halt bei jedem Auftritt von ihm oder auch von anderen Verantwortlichen dort entsprechende Störaktionen geben. Ja, finde ich. Ich finde das auch wirklich schade, dass das auch sowas ist, was wirklich jetzt nach und nach, das hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal in dem, war das der Besuch von Habeck oder Ricarda Lang irgendwo gewesen, dass das auch echt schade ist, dass es diesen richtigen Volkszorn dann primär eben nur noch von rechter Seite ja. gibt und von links dann gar nicht mal bei sowas kritisch interveniert wird und dementsprechend das jetzt schön zu sehen, war ja aber auch so ein bisschen zu erwarten. Da kann man ja auch generell nochmal das kurz anmerken, die Leipziger Buchmesse ist ja auch wirklich immer so eine sehr umkämpfte Veranstaltung. Da gab es ja auch in den Jahren vor immer so große Konflikte drum, dass hier der, wie heißt der nochmal, der Verlag Antoine, der Verlag aus, der Neurechte Verlag aus Schnellroda, dort Bücher verkauft hat oder dass das Kompaktmagazin vor Ort war ja. oder andere rechte Verlage und dann gibt es ja immer da so ein großes Hin und Her. Antifaschisten aus Leipzig, die dann da intervenieren. Ich glaube, das Katapult-Magazin hat dieses Jahr dann auch so einen großen Bretterverschlag gemacht, wo sie das dann irgendwie mit linken oder linksradikalen Parolen dann beschrieben haben. Ja, recht interessant. Ich finde das ganz geil, die Unterschrift. Übersetzer, hör auf zu brüllen, Schluss. Das ist halt, glaube ich, nicht genau das, was gesagt wurde, aber es ist witzig. Ich finde auch nebenbei, dass das, ist, wenn das das Logo von der Leipziger Buchmesse ist, das sieht wirklich extrem okkult aus. Das könnte auch, können wir jetzt so eine Freimaurer-Exposed-Video machen. Ich finde es auch nicht ganz geil, muss ich sagen. Ja, es kommt auf jeden Fall gut. Ich finde es gut. Das stimmt. Gut. Ja. Das waren also die Nachrichten aus Deutschland. Ja, viel Wichtiges dabei. Ja, finde ich diesmal echt krass, was wir dann auch für einen Unterschied gesehen haben. Also ich meine, trotz natürlich jetzt der ganzen Belustigung über die Nachrichten aus Deutschland, muss man dann auch noch mal natürlich sehen, was wir für krasse Vorgänge dann international haben, dass es da einfach auch wirklich mit der Krisenhaftigkeit nicht aufhört und dass wir jetzt gerade natürlich noch mal mit dem Anschlag in Moskau, was ja auch einfach was ist, was wirklich so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, eben diese extreme reaktionäre Bedrohung durch den islamischen ja. Fundamentalismus sich nochmal so in die Öffentlichkeit gedrängt hat. Kann sogar sein, dass das natürlich auch so ein bisschen der Versuch war, gerade von den Strukturen des islamischen Staates, die auch immer weiter ins Hinterrücken geraten sind mit den ganzen internationalen Krisen und auch jetzt beispielsweise im Israel-Gaza-Konflikt auch eigentlich nicht wirklich von sich reden machen konnten, weil die Hamas ja einfach auch nicht angebunden ist oder Verbindung zum islamischen Staat hat, dass sie sich jetzt da nochmal so ja auf wirklich barbarischste Art und Weise ins öffentliche Bewusstsein rücken. Aber um das vielleicht dann auch nochmal positiv und dann nicht nur mit Trash abzuschließen, erzähl uns doch nochmal, was dann wiederum in unserem Lager so passiert ist.
Genau, und zwar steht jetzt dieses Wochenende der schon von uns angekündigte und beworbene anarcho-syndikalistische Jugendkongress von den Genossinnen des ASS aus Berlin, das Autonome SchülerInnen-Syndikat, bevor. Und ich wollte es nochmal mit reinnehmen, für den Fall, dass ihr noch nichts davon mitbekommen habt, weil jetzt auch das Programm erschienen ist. Hier könnt ihr sehen, es gibt auch einen öffentlichen Part, also auch wenn ihr jetzt halt nicht mit eurer Jugendgruppe zu dem Allgemeinen Kongress irgendwie anreist oder so, wenn ihr nur aus Berlin kommt, könnt ihr auch dort vorbeischauen. Es gibt eben entsprechend auch ein paar Vorträge am 29. und auch ein ziemlich freshes Konzert, wie ich finde. Also da haben sie eigentlich so fast die Crème de la Crème des anarchistischen Webgames geschafft zu holen. Also da freue ich mich auch schon drauf. Natürlich speziell wieder mit Sechser abzuhängen, wird sicherlich auch toll. Ich bin wie gesagt auch da und werde dort auch in dem nicht öffentlichen Teil für die Genossinnen halt eine Diskussion führen. Und ich nicht. Du bist nicht da, genau, du bist nicht in Berlin. Ja, und wenn ihr Bock habt, mich in Berlin zu treffen, schreibt uns gerne einfach eine Nachricht. Ich werde wahrscheinlich auch ein Community-Treffen in Berlin machen. Also genau, einfach irgendwo, wo ihr uns verfolgt, schreiben, dann führe ich alle zusammen. Dann auch eine Ankündigung für dieses Jahr, und zwar findet die anarchistische Buchmesse in Mannheim wieder statt, vom 9. bis zum 12. Mai. Und dort ist jetzt auch das Programm erschienen, deswegen habe ich es jetzt schon mal mit reingenommen. Könnt ihr jetzt schon mal durchblättern, was es alles so gibt an den verschiedenen Tagen. Wir waren ja letztes Jahr auch mit einem Stand da. Dieses Jahr bin ich auch hier wieder ich alleine dort unterwegs, mache einen Stand, und anarchismus.de wird auch vor Ort sein. Anarchismus.de ist hier auch ein gutes Stichwort. Ja, vielleicht kann man da kurz nochmal zu sagen, ne? Die Sache ist auch einfach, dass es mir beim letzten Mal so gut gefallen hat, dass ich so an diese Weisheit meiner Oma erinnert war, man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Und deswegen dachte ich mir dann so, okay, ich möchte einfach diese unvergleichliche Erfahrung des ersten und letzten Mal anarchistische Buchmesse Mannheim einfach im Sinn so behalten, wie sie war. Wundervoll. Und deswegen spare ich mir das dieses Jahr auch wieder. Ja, stabil. Ich werde auf jeden Fall da sein und anarchismus.de, wie gesagt, auch. Ja, vielleicht komme ich auch nochmal. Vielleicht komme ich doch vorbei. Mal gucken. Also könnt ihr gespannt sein, ob ihr da Joshua auch trefft oder nicht. Jedenfalls, anarchismus.de ist ein gutes Stichwort, denn bei anarchismus.de auf dem Discord-Server gibt es eine coole Aktion aktuell. Eine neue Aktion, wo alle, die Anschluss suchen, die sich politisch organisieren wollen, können sich da melden mit ihrer Stadt, ihrer Region, und wenn genug Leute aus Stadtregionen zusammenkommen, dann werden diese Genossinnen zusammengeführt und bekommen einen eigenen Austausch-Sweat im Discord-Forum, wo ihr euch dann lokal auch kennenlernen könnt und organisieren könnt. Also wenn ihr Anschluss sucht, ist es eine coole Gelegenheit. Ihr seht, es gibt schon einige Städte und Regionen, wo sich Menschen gefunden haben oder was probieren anzustoßen. Ja, in dem Sinne. Würde ich sagen, haben wir unsere Nachrichtensendung für heute abgeschlossen. Es war ein bisschen chaotisch heute, ein bisschen am Anfang speziell. Mussten ja ein zweites Mal Anlauf nehmen, aber ja, passt ja auch ein bisschen zu den Nachrichten, dass wir wirklich sehr unterschiedliches so von der Intensität und der Stimmungslage hatten. Absolut. Aber ich hoffe, ihr kommt trotzdem jetzt gut durch die anstehende Woche, und wir sehen uns ja dann auch schon am Mittwoch wieder. Genau, wieder Livestream. Auf bald, kommt gut rein in die Woche. Glück auf. Glück auf.